mein lieber Steinbock, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für März. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Vielen Dank für alle Likes und Kommentare. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass meine Legungen hilfreich sind. Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß sehr passend sein können. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für März für dich hat. Mein lieber Steinbock, wir starten wie immer beim Monatsanfang, dann sehen wir uns die Blockaden näher an, die du im Laufe des kommenden Monats auflösen kannst. Und wie immer schauen wir dann auch im Anschluss in zwei Lebensbereiche. Achtung, wir schauen uns hier Tendenzen an. Das sind hohe Wahrscheinlichkeiten. Was bedeutet, nichts hiervon muss zwingend eintreffen. Du hast dein Leben immer selbst in der Hand, ja. Und sollte sich die ein oder andere negative Karte zeigen im Bild, ist das auch kein schlechtes Omen, denn oft möchte das Universum einen auch auf irgendetwas vorbereiten, dass man dann dementsprechend prophylaktisch handeln kann. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt hier beim Monatsanfang. Diese Energie kann natürlich auch noch ein bisschen in den Februar hineinreichen. Ja, die Karten nehmen es mit den Zeitangaben nicht immer hundertprozentig genau. Zeit ist ein relativer Faktor. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier erfahren dürfen. Ja, eine etwas schwierige Energie zu Monatsbeginn, mein lieber Steinbock. Aber es hat hier auch einen sehr klärenden Charakter an sich. Da hast du einiges zu tun. Ich habe hier gleich schon mal sehr, sehr gute Neuigkeiten für dich. Es geht hier um etwas, das dir bewusst wird, ganz zum Monatsanfang. Ja, kann auch sein, dass das bereits stattgefunden hat. Hier besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dir hier etwas auffällt, ja, das schon länger da ist. Ein blinder Fleck, den haben wir hier, und diese Sache, die hier im Hintergrund gewirkt hat, ja, die hatte hier irgendeine negative Auswirkung oder hat dazu geführt, dass sich bei dir irgendetwas langsamer abwickeln lässt oder hier sehr schwierig ist, kann hier auch auf einen Stillstand hindeuten. Und was der Auslöser dafür ist, das kannst du hier zum Monatsanfang erkennen, beziehungsweise vielleicht hast du es auch schon erkannt. Und das ist hier auch sehr, sehr wichtig, denn wenn man erkennt, wo der Ursprung ist, dann kann man hier natürlich auch etwas unternehmen. Denn ich habe hier das Gefühl, dass hier nicht so wirklich bekannt war oder bewusst war, wo diese Schwierigkeiten herkommen. Und das ist schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis. Achtung, es kann natürlich auch sein, dass du dir hier irgendwo selbst im Weg gestanden bist und dir das hier bewusst wird. Also ich habe hier schon gesehen, also durch die Legung hindurch geht es hier immer wieder um wichtige Selbsterkenntnisse, mein lieber Steinbock. Was bedeutet, sehr, sehr viele können hier im kommenden Monat über sich selbst hinauswachsen. Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt. Wichtig ist hier auch zum Monatsanfang, da geht es um irgendeine Person,
die meint es nicht ganz ehrlich mit dir. Das muss jetzt auch nicht sein, dass diese Person hier bösartige Absichten hat. Ich sehe hier einfach nur eine Unehrlichkeit, ja, dass hier jemand auf dich zukommt oder dass du hier mit jemandem im Gespräch bist, der dir hier vielleicht auch etwas vorschlägt, ja, und irgendetwas weißt du da nicht. Ja, die Sache hat irgendeinen Haken. Das kann ich hier erkennen. Wir haben hier noch den Zusatzhinweis, dass dein Unterbewusstsein bzw. dein Unbewusstsein dir hier Zeichen senden wird, vornehmlich ja nachts. Ja, wir haben hier den Hinweis, dass es wichtig ist, gerade zum Monatsanfang deine Träume gut im Blick zu behalten, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du hier bestimmte Traumsymbole bekommst, die dir hier behilflich sein können. Ich meine, es ist natürlich immer empfehlenswert, wenn es hier um eine bestimmte Person geht, mit der man vielleicht auch etwas vorhat, ja, oder wo du hier irgendwie ein eigenartiges Gefühl hast, wenn du einfach direkt nachfragst, ja, also wirklich direkt auf den Punkt kommen, sich hier Informationen einholen, und wenn sich diese Person dann querstellt bei Informationen, die dir eigentlich zustehen, dann merkt man ohnehin sofort, dass die Sache irgendwo, ja, einen Haken haben muss, ja. Das empfiehlt sich auf jeden Fall, ja. Ich meine, im schlimmsten Fall hast du absolute Klarheit darüber und kannst die Sache angehen. Ich habe hier, wie gesagt, einfach nur den Hinweis, irgendetwas ist hier nicht ganz stimmig. Es könnte sich hier auch um einen großen Punkt handeln, ja, dass das hier vielleicht auch der blinde Fleck ist, ja. Vielleicht jemand, der dir immer wieder etwas verspricht, ja, im Gegenzug. Du machst und machst und machst. Und es kommt irgendwie nichts zurück. Ja, also halte hier die Augen offen. Das ist natürlich nicht das gesamte Umfeld, mein lieber Steinbock. Da geht es um einen konkreten Kontakt. Und da habe ich auch das Gefühl, dass du da bereits weißt, um wen es hier geht. Schauen wir mal weiter. Wir gehen jetzt noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation. Und auch hier sehe ich, dass sich hier irgendeine anstrengende Angelegenheit, die eigentlich gar nicht so wichtig ist, also sie hat eine Wichtigkeit, aber nicht so eine hohe, sie hat nicht so viel Aufmerksamkeit verdient, wie sie bekommt, ja. Und da sehe ich einen Wendepunkt, ja. Das könnte hier auch mit dem blinden Fleck zusammenhängen. Es können natürlich auch mehrere blinde Flecken sein, die dir hier bewusst werden, ja, wo man hier etwas verändern kann. Also Veränderung ist hier ein ganz großes Thema in dieser Legung. Wir haben hier dann auch noch die 555, aber dazu kommen wir dann gleich in den Blockaden. Ich habe hier zumindest auch mal den Hinweis für dich bei einer bestimmten Angelegenheit. Ja, die zeigt sich hier schon ein bisschen anstrengend für die meisten. Das ist irgendein Thema, das da ist, das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und das Universum sagt, mit Zahlen, Daten, Fakten kann man der Sache hier auch auf den Grund gehen. Ja, kann man hier dafür sorgen, dass sich hier auch etwas verändert, beziehungsweise dass diese Sache vielleicht auch abgehakt werden kann. Ich habe hier auf jeden Fall den Hinweis, es soll sich hier etwas verändern, beziehungsweise man kann hier jetzt etwas verändern. Der Zeitpunkt ist sehr günstig. Ja. Es geht natürlich auch immer darum, was macht man dann aus einer Kartenlegung. Das ist natürlich wie immer deine Entscheidung. Das nimmt dir diese Kartenlegung hier natürlich auch nicht ab. Ja. Wichtig ist, sich das hier anzusehen, also Zahlen, Daten, Fakten können dich hier auf einen grünen Zweig bringen. Vielleicht ist diese Sache auch das Thema, das sich hier ganz oben gezeigt hat, wo ich schon gesagt habe, pass hier ein bisschen auf bei einer bestimmten Person. Da ist irgendetwas ist da nicht ganz aufrichtig. Wir schauen jetzt in die Blockaden, die sich hier zeigen, ja. Das können hier durchaus größere Themen sein, da wir uns auch einen größeren Zeitraum ansehen.
Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich ganz zentral hier. Hier haben wir eine Engelszahl, hier haben wir die 555. Engelszahlen ganz allgemein in meinen Legungen, egal an welcher Position sie landen, sind immer ein Hinweis dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 555, wie du vermutlich schon vermutest, hat mit Veränderungen zu tun. Ja, also da geht es um eine schicksalhafte Veränderung, die zum Monatsanfang noch blockiert ist, sich noch ein bisschen querstellt. Ja, da habe ich auch ganz stark das Gefühl, dass es hier wie immer um das eigene Tun geht. Im März kannst du hier offenbar einiges in Bewegung bringen mit der 555-Energie, ja. Wichtig ist ja auch zu erkennen, was möchte ich denn verändern, ja, was soll sich denn verändern, was kann ich machen, beziehungsweise es dann auch zu tun, ja, das ist auch ganz entscheidend. Wenn sich Engelszahlen in den Blockaden zeigen, ist das auch ein Zeichen dafür, dass sich diese Blockade relativ leicht lösen lässt, sich vielleicht auch teilweise unter Anführungsstrichen wie von selbst auflöst. Wie gesagt, machen muss man es dann natürlich selbst. Und die Veränderung, um die es hier geht, das ist auch eine Verbesserung. Ja, also es geht hier schon um eine Verbesserung, um eine Optimierung, vielleicht eine Aktualisierung. Schauen wir mal weiter. Ich sehe hier auf deiner Ebene, es geht hier um ein bestimmtes Gleichgewicht, das du wieder herstellen möchtest. Das kann hier einen bestimmten Lebensbereich betreffen. Es kann auch mehrere Lebensbereiche betreffen. Das stellt sich hier zum Monatsanfang auch noch quer. Also das ist ja auch ein Thema, das sich hier im Laufe des kommenden Monats auflösen lässt. Ja, also dass hier irgendetwas wieder in ein Gleichgewicht kommt. Ja, irgendein Thema, das dich hier auch sehr stark beschäftigt. Wir schauen uns jetzt noch an, was sich hier im zwischenmenschlichen Bereich tut. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Und da sehe ich, dass du hier im Laufe des kommenden Monats das Gefühl, ja, oder hier bestimmte Verstrickungen in einer bestimmten Verbindung oder vielleicht auch mehreren Verbindungen auflösen kannst. Da geht es um das Gefühl, fremdbestimmt zu sein oder jede Menge aufgebrummt zu bekommen oder auf die eigenen Schultern aufgeladen zu bekommen. Das ist hier, denke ich, auch ein Thema, das dich hier vielleicht schon länger begleitet. Das könnte hier auch mit dem Thema blinder Fleck zu tun haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das hier vielleicht auch mit diesem Gleichgewicht zusammenhängt. Die 555-Energie soll dir hier auch behilflich sein. Also es geht hier eben auch um diverse Veränderungen, die du hier ins Rollen bringen kannst. Da würde ich sagen, schauen wir mal direkt in den ersten Lebensbereich. Wir schauen uns jetzt an den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Ja, für diesen Abschnitt der Legung ist es natürlich nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Der Beruf fließt hier mit hinein. Ja, die Berufung beispielsweise, die muss nichts mit dem Beruf zu tun haben, und mit Finanzen haben wir ja schließlich auch unser ganzes Leben lang zu tun, beziehungsweise mit materiellen Angelegenheiten. Das sage ich nur immer dazu, weil immer wieder die Frage aufgetaucht ist. Ja, wir schauen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Es kann natürlich sein, dass sich die Drittel untereinander vertauschen. Achtung, eine Kartenlegung zeigt auch nie alles, was sich in deinem Leben abspielt. Wir picken uns nur die Informationen heraus, die für dich relevant sind, vorab zu erfahren. Und wir starten jetzt hier direkt im ersten Monatsdrittel. Ja, ich sehe auch hier geht es um irgendetwas, ja, das sich hier nicht so gut entwickelt, dass hier ein großes Thema ist im ersten Monatsdrittel, also eine schwere Energie, die hier beseitigt werden kann. Da möchte ich mir jetzt auch noch eine weitere Information einholen. Okay, ja, das passt.
Also es geht hier darum, irgendetwas Toxisches im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen lässt sich hier auflösen. Ja, ich sehe es hier auch gleich auf der nächsten Ebene. Es geht hier vornehmlich um Themen, die schon auch mit dir zu tun haben. Ja, also hier können bestimmte Gewohnheiten erkannt werden. Also das ist hier für mich auch ganz eindeutig diese Energie des blinden Flecks. Ja, dass dir hier einiges bewusst wird, wo du dir tendenziell vielleicht auch selbst im Weg stehst. Das können auch Verstrickungen sein im Umfeld. Ja, das kann natürlich auch das private Umfeld betreffen. Lieber Steinbock, denn beispielsweise in finanziellen Angelegenheiten haben wir ja auch oft mit privaten Kontakten zu tun, ja, oder eben in Lebensgemeinschaften etc. etc. Also ich sehe hier, dass dir hier einige ja schon toxische Gewohnheiten bewusst werden können, also Dinge, die sich hier querstellen. Es kann natürlich auch für manche hier um eine finanzielle Abhängigkeit gehen oder eine emotionale Abhängigkeit. Also es geht hier im ersten Monatsdrittel vornehmlich darum, hier einiges zu optimieren, ja, hier zu erkennen, was läuft nicht so, wie man es gerne hätte, und dann hier auch direkt in die Umsetzung zu gehen. Achtung, mein lieber Steinbock, ja, das hängt jetzt natürlich immer davon ab, wie groß ist diese Baustelle, ja, um die es hier geht. Es geht hier darum, dass hier begonnen wird, ja, dass hier ein Prozess gestartet wird. Manche Schwierigkeiten kann man bestimmt sehr rasch ändern, ja, das kann man vielleicht eben so tun wie ein Schalter, den man eben umlegt, und bestimmte andere Dinge werden ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das hängt wie immer von deiner individuellen Situation ab. Aber ich sehe hier eine Bewegung hin zum Wachstum, hin zum Aufblühen, also was sich auch immer hier im ersten Monatsdrittel abspielt, mein lieber Steinbock, das ist sehr, sehr positiv, auch nachhaltig sehr, sehr positiv. Da sehe ich hier diese Blockade auf jeden Fall bereits gelöst, ja, was diesen Lebensbereich betrifft. Die Blockaden, du weißt, die können sich auch mehrfach in der Legung zeigen. Manchmal geht es ja auch darum, dass es eben ein bestimmtes Thema ist, ja, dass sich hier gar nicht zwingend zeigen muss. Das lassen wir immer ganz natürlich kommen. Jedenfalls hier sehe ich schon die Energie der Veränderung, die du selbst ins Rollen bringst. Ja, dann gehen wir jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Und hier sehe ich eine Erleichterung auf dich zukommen. Das liegt hier sogar mit zwei Karten. Ja, irgendein Umstand im Umfeld kann geklärt werden. Irgendetwas kann aufgelöst werden. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es hier vielleicht um diese Energie des blinden Fleckes geht. Für manche kann es ja auch sein, dass hier etwas aufgelöst wird. Ja, vielleicht eben eine Zusammenarbeit, die nicht wirklich rund gelaufen ist. Das kann auch eine Aussprache sein, beziehungsweise vielleicht eben auch, dass jemand hier auf dich zukommt und mit dir eine bestimmte Problematik klärt. Also eine Erleichterung, ja, kann ich hier ganz klar erkennen, was das Umfeld betrifft hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, ja. Ob die Beispiele auf deine Situation zutreffen oder nicht, ja, das hängt eben auch wieder von deiner Situation ab, ja. Also ich achte immer darauf, dass wir ein paar greifbare Beispiele bei der Hand haben, dass man in etwa weiß, wie man das Ganze einsortieren kann, wie man das Ganze für sich selbst interpretieren kann. Ja, dann schauen wir jetzt in die Monatsmitte. Und hier haben wir einen wirklich wichtigen Hinweis. Da kann man erkennen, dass du hier über dich selbst hinaus wächst. Ja, in irgendeine bestimmte Situation könnte hier auch so unangenehm werden, dass man hier ja an den Punkt kommt, wo man endlich etwas unternimmt. Ja, das kann hier durchaus auch eine zwischenmenschliche Angelegenheit betreffen. Es kann hier aber auch um einen Glaubenssatz gehen, das nehme ich hier sehr stark wahr, den du hier tendenziell auflöst, ja. Und hier sehen wir eben auch wieder eine Bewegung hin, etwas wird geheilt, eine Weiterentwicklung, die haben wir hier liegen, ja.
Es kann hier eben auch sein, dass es hier, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es hier vielleicht zu einer unangenehmen Situation kommt. Also ich meine, da besteht jetzt auch kein Grund zur Sorge. Ja, man kommt immer wieder in unangenehme Situationen. Das muss auch keine große unangenehme Situation sein. Ich sehe hier einfach, hier wendet sich das Blatt. Hier kannst du etwas verändern. Es kann durchaus sein, dass es hier vielleicht auch um eine Art Teufelskreis geht, mein lieber Steinbock, ja, dass du hier merkst, okay, diese Situation, die wiederholt sich immer wieder und hier vielleicht eben auch erkennst, wo du immer gleich handelst. Denn das ist immer der entscheidende Punkt bei Teufelskreisen, wie man sie eben auch auflösen kann, wenn man den eigenen Anteil daran erkennt. Und bei Teufelskreisen hat man immer einen eigenen Anteil, ja. Das kann hier auch mit dieser blinder Fleck-Energie zusammenhängen. Da habe ich auch das Gefühl, das zieht sich hier über den ganzen Monat hinweg. Also, dass du hier in vielen Punkten erkennst, was man hier verbessern kann oder was du hier für dich auch optimieren kannst. Ich habe hier auch den Hinweis, dass dir etwas bewusst wird, ja. Irgendeine Sache wird klar. Das hängt für mich ja auch zusammen, ja. Bei irgendeinem Punkt in der Monatsmitte im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen hast du hier eine sehr hohe Chance, dass du hier, wie gesagt, über dich selbst hinaus wächst. Ja, dann habe ich hier noch etwas im Umfeld. Da sehe ich, da kann etwas abgeschlossen werden, ja. Auch vornehmlich zur eigenen Zufriedenheit, ja. Irgendetwas wird hier fertiggestellt, vielleicht eben ein gemeinsames Projekt, vielleicht geht es ja auch um eine vertragliche Angelegenheit. Bei Verträgen bitte immer auf das Kleingedruckte achten, ja, sich das immer genau ansehen. Das sage ich immer dazu, wenn sich hier etwas in diese Richtung zeigt, ja. An sich sehe ich ja auch eine gewisse Erleichterung auf dich zukommen, weil hier irgendetwas endlich fertiggestellt wird. Und das ist eben etwas, wo mindestens eine weitere Person involviert ist. Ja, dann schauen wir uns noch das letzte Monatsdrittel an. Hier ist es ganz besonders entscheidend, mein lieber Steinbock, dass du hier auf deine Gedanken Acht gibst. Ja, hier besteht die Gefahr hin zur Grübelei und auch eine hohe Erschöpfungsgefahr. Dem kann man natürlich sehr gut vorbeugen, mein lieber Steinbock, und das ist ja auch wirklich wichtig. Es ist ganz entscheidend, dass du hier über den Monat hinweg wirklich schon jetzt beginnst, auf deine eigenen Gedanken zu achten. Ja, denn diese Grübelei, die kann hier am Monatsende richtig groß werden. Das wird hier vermutlich mit einer finanziellen Thematik zu tun haben oder eben einer beruflichen. Es kann hier natürlich auch sein, dass hier enorm viel zu tun ist und gegen Monatsende hin, dass du dann vielleicht sehr erschöpft bist, ja. Und diese negativen Gedanken dann greifen können. Also ist es wirklich wichtig über den Monat hinweg, ja, dass du hier auch darauf achtest, genügend Ruhephasen, genügend Erholungsphasen in deinen Alltag zu integrieren, ja, da kann man schon vorbeugend handeln. Und nimm die negativen Gedanken, ja, sollten sie sich zeigen gegen Monatsende hin, nimm sie nicht allzu ernst. Hinterfrage deine eigenen Gedanken. Das ist auch besonders wichtig, ja, dass man hier Acht gibt, denn da kann es auch sehr gut sein, dass du hier vieles plötzlich auflösen kannst, ja, und sich diese Schwere vielleicht auch gar nicht erst zeigen muss. An sich sieht der restliche Monat hier sehr vielversprechend aus. Ich sehe hier noch mal eine Erleichterung auf dich zukommen, mein lieber Steinbock. Das kann hier vielleicht auch mit dieser Grübelei zusammenhängen, dass es hier um ein bestimmtes, ja, um ein bestimmtes Thema geht, ja, vielleicht auch einen bestimmten Termin, wo man sich vielleicht viele Sorgen macht, viele Gedanken macht. Und dann ist es soweit und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Also ich sehe auch hier noch einmal, dass du hier über dich selbst hinauswachsen kannst, ja. Also das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich sehe eben auch hier, dass du hier eine Schwere hinter dir lässt. Also einige Themen können hier abgeschlossen werden, ja. Einige unangenehme Themen. Und das ist, denke ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Dann haben wir hier noch einen Punkt, mein lieber Steinbock.
hier kündigt das Universum an, dass hier ein, ja, dass hier ein Geldeingang ansteht im letzten Monatsdrittel. Also es kann natürlich auch etwas sein, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Diese Karte hat eben mit Finanzen zu tun, steht für einen Geldeingang oder dass sich der Geldfluss steigern lässt, ist ja auch in Zusammenhang mit mindestens einer weiteren Person. Ja, also da kann es auch vielleicht um einen bestimmten Termin gehen, ja, wo sich das hier zeigt. Das könnte auch mit dieser Grübelei zusammenhängen. Das ist hier aber durchwegs sehr, sehr positiv, ja. Da würde ich sagen, schauen wir doch jetzt gleich in den zwischenmenschlichen Bereich, wie sich der März hier tendenziell entwickelt. Vielleicht zeigt sich auch die ein oder andere Querverbindung zum Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Da lassen wir uns natürlich wie immer überraschen. Und solltest du neu auf meinem Kanal sein, wir schauen immer auf das gesamte Umfeld und für alle, die auf die Liebe schauen, das lassen wir immer ganz natürlich geschehen. Manchmal haben die Karten dazu Informationen, manchmal nicht, ja, und es ist eben oft so, dass man bestimmte Dinge nicht vorab erfahren soll, damit sie eben geschehen können, ja, wir lassen das, wie gesagt, immer alles ganz natürlich passieren. Und noch einmal der Hinweis, eine Kartenlegung zeigt natürlich nie alles, was sich in deinem Leben abspielt, ja, und ja, so gesehen, hier schauen wir uns auch den Monat wie immer gedrittelt an, kann durchaus sein, dass sich die Drittel untereinander verteilen. Und wir starten jetzt auch hier im ersten Monatsdrittel. Ja, da sehe ich ja auch wieder eine sehr interessante Mischung, die sich hier zeigt. Also ich sehe hier fangen wir hier gleich mit dem Herausfordernden an, da sehe ich einen gewissen Konflikt. Das möchte ich mir jetzt auch näher ansehen. Okay, das ist ja sehr erfreulich. Also hier zeigt sich eine Konfliktsituation, die aber relativ rasch geklärt werden kann. Ja, also vielleicht geht es ja auch um ein Missverständnis, das hier aufgedeckt werden könnte. Ich habe hier, was das Umfeld betrifft, eine Entscheidung liegen. Vielleicht geht es ja bei manchen auch um eine rechtliche Angelegenheit. Da wie immer mein Hinweis, eine Kartenlegung kann natürlich zu keinem Zeitpunkt eine professionelle juristische Beratung ersetzen. Diese Themen zeigen sich lediglich gerne immer wieder in den Legungen. An sich geht es hier um eine Entscheidung, ja, die hier gefällt wird, vornehmlich eben deinerseits bezüglich einer bestimmten Person. Das kann hier natürlich auch bedeuten, dass hier vielleicht eine Verbindung endet, ja. Das will aber immer wohl überlegt sein, bevor man einen Kontakt abbricht. Das sage ich auch immer dazu, ja. Deine Entscheidungen triffst du auch immer selbst. Ich sehe hier nur, dass man hier relativ rasch eine Unstimmigkeit klären kann. Ja, also das fühlt sich hier sehr positiv an und das zeigt sich hier auch. Also das ist echt sehr faszinierend von der Schwierigkeit in die Leichtigkeit. Ja, also das ist auch sehr interessant. Also diese Energie, die sich hier durchzieht, vielleicht auch viele kleine Veränderungen, mein lieber Steinbock. Wir haben hier noch ein Thema. Ich sehe hier gute Neuigkeiten auf dich zukommen im ersten Monatsdrittel. Das ist ja auch in Zusammenhang mit einem bestimmten Termin, mit einem bestimmten Treffen. Hier sollst du irgendetwas Positives erfahren. Für manche ist das hier auch ein großes Thema, ja, dass sich hier ein bestimmter Termin sehr positiv entwickelt, wo es um ein Thema geht, wo man sich nicht wirklich einig ist und man hier dann ja eine Lösung findet. Ja, das ist hier absolut auch möglich. Ich nehme das aber für die meisten so wahr, dass es hier um zwei zwischenmenschliche Angelegenheiten geht, die hier offenbar sehr wichtig sind. Schauen wir in die Monatsmitte.
Hier sehe ich, ist einiges zu tun, einiges zu erledigen. Da schaue ich jetzt auch mal kurz hier herüber. Ja, das kann hier auch durchaus mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zusammenhängen, wo es ja auch darum geht, dass du hier über dich selbst hinauswächst, ja, und dass hier auch etwas abgeschlossen werden kann. Ich sehe hier auch eine Person an deiner Seite in einer beratenden Funktion. Diese Person ist dir an sich wohlgesonnen, so wie ich das hier sehe, ist auch aufrichtig. Es gilt nur etwas zu beachten, ja. Es kann durchaus sein, dass diese Person vielleicht traditionellere Werte vertritt als du oder hier vielleicht auch teilweise eine veraltete Meinung vertritt, ja. Oder eben eine andere Herangehensweise hat als du. Es ist hier wichtig, ja, die Ratschläge dieser Person in die eigene Sprache zu übersetzen, ja, und hier nicht alles eins zu eins zu übernehmen. Ich sehe hier schon auch eine beruhigende Energie von dieser Person ausgehen. Das wird hier vermutlich jemand aus deinem vielleicht aus deinem familiären Umfeld sein, vielleicht eben auch aus dem Freundeskreis, ja. Wir schauen ja immer auf Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld. Bekanntenkreis, den schließe ich hier eher aus, ja. Und ich sehe hier auch, dass hier irgendeine größere Sache, die kann hier abgeschlossen werden, ja. Das kann eben auch hier zusammenhängen mit dieser Energie, wo sich eben auch eine Person gezeigt hat, wo irgendetwas fertiggestellt werden kann, ja. Und ich sehe auch hier eine gewisse Erleichterung. Es ist hier aber schon einiges zu tun, ja. Also es ist schon wichtig, das auch zu machen, was auch immer diese Sache hier ist, ja, die hier mit anderen Menschen oder mit einer anderen Person eben auch in Verbindung zu bringen ist. Und dann sehe ich hier noch eine sehr günstige Entwicklung, ja, bezüglich einer anderen Person. Es kann hier um eine Unstimmigkeit gehen, wo sich herausstellt, dass du hier recht hast, ja, also das sehe ich hier, beziehungsweise kann das auch für eine neue Begegnung stehen, weil wir hier auch die Eins liegen haben, ja, also eine sehr günstige Verbindung, die sich hier zeigt, ja, die sich hier sehr günstig entwickeln kann, also solltest du neue Kontakte knüpfen wollen, da auch, wie immer mein Hinweis, ist es natürlich auch wichtig, rauszugehen, greifbar zu sein, damit du mit anderen in Kontakt treten kannst, beziehungsweise andere mit dir in Kontakt treten können. Ja, da kann es um eine neue Freundschaft gehen, das kann natürlich auch die Liebe betreffen. Also hier eine sehr, sehr gute Energie. Das kann hier auch ein gemeinsamer Erfolg sein. Ja, vielleicht geht es hier auch um irgendeine bestimmte Sache, die jetzt abgeschlossen werden soll, wo man sich zusammentut. Und hier offenbar auch erfolgreich sein soll, ja, also eben gemeinsam erfolgreich sein soll. Schauen wir jetzt noch ins letzte Monatsdrittel und ich sehe hier, dass sich hier eine günstige Phase zeigt, ja, irgendetwas sehr, sehr Schönes beginnt hier und da kann ich auch erkennen, diese Energie hier im Zwischenmenschlichen, also da ist etwas, da passiert offenbar oder entwickelt sich etwas sehr, sehr Schönes bei dir, mein lieber Steinbock, und das gibt dir hier auch ordentlich Kraft. Also kann sehr gut sein, dass du diese Energie hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen nützen kannst, um hier diese negativen Gedanken aufzulösen, ja, denn ich sehe hier vornehmlich schon im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, dass das nicht so bleiben soll, sondern dass das hier ja einen bestimmten Moment vielleicht auch ausmacht oder vielleicht eine kleinere Zeitspanne, aber nicht so bleiben soll. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass du hier diese gute Energie hier übertragen kannst in diesen Bereich. Dann sehe ich hier noch etwas im Umfeld, da neigt sich etwas dem Ende zu. Das kann eben auch etwas sein, was man gemeinsam macht und vielleicht abgeschlossen werden kann. Das schauen wir uns jetzt auch noch näher an.
Okay, also ich bekomme hier nicht mehr heraus. Ich bekomme jetzt nur noch einmal den Hinweis, also irgendetwas mit einer anderen Person wird hier fertiggestellt. Es kann eben auch sein, dass hier eine Verbindung endet. Ja, Achtung, bevor jetzt wieder jemand schreibt, kann es hier um einen Todesfall gehen. Das dürfen meine Karten nicht anzeigen. Ja, also das Thema Tod ist ein Tabuthema beim Kartenlesen. Es geht hier um einen Abschied von einer Person, ja, oder eben, dass man hier etwas Gemeinsames gemacht hat, das hier fertiggestellt wird, wie beispielsweise eine Zusammenarbeit, die endet. Ich sehe hier eigentlich keinen Konflikt liegen. Das kann hier auch bedeuten, dass hier eine bestimmte Person wegzieht, ja, in eine andere Stadt zieht oder vielleicht du auch umziehst, ja, also das ist ja auch, das muss ja auch kein Abschied für immer sein, ja. Ich sehe hier einfach nur irgendetwas endet hier. Es kann auch sein, ja, dass sich hier langsam ein Kontakt verliert, ja, dass hier eine bestimmte Verbindung für eine bestimmte Zeit in den Hintergrund rückt. Denn wir haben hier ja noch eine Botschaft für dich, mein lieber Steinbock. Ich sehe hier eine weitere Person, die hier in den Vordergrund rückt. Und es geht ja auch immer um ein bestimmtes Gleichgewicht. Das haben wir ja auch hier schon in den Blockaden gesehen. Das ist ja ein wichtiges Thema. Und hier sehe ich dieses Gleichgewicht auch. Also es verändert sich etwas. Und für manche ist das hier eine neue Begegnung. Ja, also das nehme ich ganz stark wahr, dass du hier, dass sich hier einen neue Person zeigt, ja, die du vielleicht schon ein bisschen länger kennst, aber man ist sich hier nie wirklich näher gekommen. Ja, das kann hier durchaus die Liebe betreffen oder eben eine neue Freundschaft, dass du hier eine neue Person kennenlernst oder zum ersten Mal so richtig wahrnimmst, ja. Das ist der erste Impuls, den ich bekommen habe. Und der zweite Impuls ist, dass eine dir nahestehende Person dir etwas Wichtiges sagen wird, ja. Vielleicht auch ein Geheimnis lüftet, ja. Oder dazu beiträgt eben, dass sich hier diese Erleichterung zeigt, ja. Irgendetwas, das hier im Unklaren war, soll hier durch eine bestimmte Person, die dir nahe steht, offenbart werden. Hier kann natürlich auch beides zutreffen, mein lieber Steinbock. Also ich sehe das hier 50-50, also für eine bestimmte Gruppe eine neue Begegnung und für eine andere Gruppe geht es hier um eine wichtige Information, die hier ans Licht kommt. Wie gesagt, es kann natürlich durchaus auch möglich sein, dass hier beide Deutungen auf dich zutreffen. Ja, ein wirklich spannender Monat, mein lieber Steinbock. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.